So, an diesem wunderschönen sonnigen Morgen, es ist gleich 8 Uhr. Wir haben, ich glaube, jetzt bereits 33 Grad. Habe ich mir mal so überlegt, fange ich hier hinten im Schatten an mit dem Bau der Terrasse. Allerdings läuft mir so oder so schon die Suppe runter. Das Gerüst ist auch immer noch hier rum und ist mir im Weg, aber es hilft ja nichts. Ich dachte, ich mache schon mal die erste Reihe am Haus. Ja, dann habe ich hier irgendwie schon mal das Maß, auf das ich hinterher kommen muss. Da bin ich jetzt gerade bei. Also überall die Lattung hin. Und da werden hinterher die Terrassendielen oben angeschraubt. Und dann kommen hier die Füße, die zeige ich euch später noch. Die werden ausgerichtet, Balken rauf. Und dann gibt es eine riesen Terrasse. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, müsst ihr einfach nur dranbleiben. Weiter geht's nach dem Intro. Wir haben schon die ersten Untermieter wieder. Meine Freunde. Habe ich gehört, ich komme essen. Danke. Ich komme. Ja. Hallo, mein Herzbär. Ja, ich komme. Ich soll kommen zum Essen. Kann ich noch die drei Schrauben hier reinmachen? Kurz, ja, ne? Okay. Komm ich. Einmal ringsrum. Das ist jetzt quasi unser Maß. Und zwar habe ich jetzt, darauf werden dann auch noch mal ganz am Ende die Dielen angeschraubt. Die sind 2,4 stark. Ich habe hier ein bisschen Luft gelassen, immer unter. Immer ein paar Millimeter mehr, dass sie auch ein bisschen arbeiten können. Viel sitzen die hier nicht unter, aber nun. Ja, so dass wir hier einen schönen Übergang mehr oder weniger haben. Als nächstes geht es jetzt weiter mit den Balken, die hier noch dran kommen. Und ja, ach, ihr werdet es ja sehen. Bleibt einfach dran. So, nachdem hier alles jetzt angeschraubt ist, ringsrum, habe ich mich entschlossen, die alle noch mal einmal aufzudoppeln. Und zwar habe ich so viele Reststücke von den Handwerkern hier, die ich alle aus dem Container gefischt habe. Ja, Holz wegschmeißen, Leute, geht gar nicht. Das kriege ich nicht übers Herz. Und deswegen hat sich hier schon einiges angesammelt, was natürlich später alles ordentlich in meinen Container kommt. Ja, und ich habe auch noch ganz viele von diesen kleinen Reststücken. Die sind jetzt ungehobelt, die sind auch noch alle gehobelt. Mal gucken. Und wenn ich eine kleine Kinderschaukel oder so rausmache, ich weiß es noch nicht. Die habe ich mir jetzt erstmal rausgesucht und zwar nehme ich die jetzt zum Aufdoppeln. Akkuschrauber, alles dabei, los geht's. Was machen Sie denn da? Ich bin großer Fan dieser französischen Ecke, oder wie Sie es genannt haben. Schauen wir uns mal genauer an. Wovon redet die wirre Frau? Ja, die haben uns halt nochmal so Bretter geschnitten. Man hätte jetzt zwei machen können oder eins. Und die haben so eine französische Ecke gemacht. Also so schräg zugeschnitten. Finde ich persönlich sehr schön, aber ist halt geschnitten und daher nicht gestrichen. Und das holen wir jetzt nochmal fix nach, denn morgen kommt das Gerüst weg, endlich. Dann kommen wir da nicht mehr so gut dran. Jetzt natürlich praktisch, ne? Ja, unser Haus ist ja komplett vorgestrichen. Mit dieser schwedischen Farbe konnte man sich auch den Farbton aussuchen.
Wir haben halt einfach jetzt erstmal ein klassisches Weiß genommen. Jetzt hat man 3 bis 5 Jahre Zeit, um das zu streichen. In der Farbe oder wie man es halt möchte. Ja. Da werden wir mal schauen. Ja, die kommen jetzt also hier unten drauf. Und jetzt denkt ihr euch, wofür macht die sich die Arbeit? Ja, die meisten haben es sich wahrscheinlich schon gedacht. Ich schraube die jetzt davor, um einfach hier hinten ein bisschen mehr Auflagefläche zu kriegen. Weil wenn ich jetzt hier die Bretter am Ende festschraube, das möchte ich eigentlich schon, dann habe ich hier echt nur das Ende vom Brett, so 2 cm davor oder so. Und ich habe auch keine Lust, die alle vorzubohren. Und wegplatzen sollen die ja auch nicht. Also doppel ich das jetzt hier so ein bisschen auf, so. Und dann habe ich einfach mehr Auflagefläche und kann halt einfach hier so im 5-6 cm vor Brettende reinschrauben. Attacke. Heute weiter mit der Terrasse, und zwar sind jetzt diese Füße gekommen, die ich mir hierfür bestellt habe. Wie ihr hier seht, die sind einstellbar, kann man also so hoch und runter schrauben, die guten Dinger. Und nein, das ist keine Umweltverschmutzung. Ich werde da noch mal genauer drauf eingehen und euch die dann auch unten verlinken. Das ist nämlich eine richtig gute Sache eigentlich und für mich natürlich anders gar nicht möglich, weil ja bei dem Untergrund. Ich muss halt auf diese Höhe kommen. Die ist ja hier vorgegeben. Ich möchte natürlich stufenlos ins Wohnzimmer gehen können quasi. Deswegen müssen die alle hoch. Habe mich dann für 40 cm hier entschieden. Habe deswegen hier mit dem Bagger gestern noch ein bisschen Erde hingepfeffert. Die werde ich jetzt verteilen, dass ich auf diese Höhe hier komme. Und dann so plus minus 40 cm nur noch habe. Also diese sind nur bis 30 cm habe ich mir die jetzt ausgesucht in der Höhe, weil ich ja da noch meinen 10 cm Balken drauf kloppe. Ja, ich würde sagen, haken wir mal los. Einigermaßen wenigstens angleichen alles. Ja, ansonsten sind da die Terrassendielen gekommen. Auf los geht's dann los, ne? Ja, nachdem ich hier ein bisschen Maulwurf gespielt habe, wie ihr seht, und ein bisschen positioniert habe, wo was hinkommt, hier der erste Teil, der zweite kommt dann erst später. Jetzt setzt daran, die mit dem dicken Hammer da hinten einmal alle noch ein bisschen zu verdichten. Mache ich mir noch die Mühe und habe mir hier diesen Musterbalken draufgeschraubt und gucke halt jetzt immer, dass ich im besten Fall ein bisschen höher bin, so wie jetzt, so dass ich jetzt den Fuß halt noch ein bisschen runterschrauben kann, dann später beim Balken und anpassen kann, dass ich halt auf keinen Fall zu tief bin. Thank you.
Man könnte jetzt meinen, was hat hier eigentlich den ganzen Tag hier gemacht? Bei 35 Grad im Schatten. Kann ich euch sagen, diese ganzen Hügel verdichtet. Wie eine Wahnsinnige und jeden einzelnen davon ausgerichtet. Ja, so ist das nämlich. Vorarbeit ist alles. Ist schön verdichtet. Ich habe vorhin gerade noch mal einen weggenommen. Quatsch, du mir wieder dazwischen, Maggie. Komm, du bist nicht dran. Einen von den Haufen gerade noch mal umgesetzt, weil der mir doch arg aus der Flucht kam. Und er ist knüppelhart. Das hat mich also sehr zufriedengestellt. Das sieht halt nicht so aus, aber das ist jetzt hier schon richtig verdichteter Untergrund drunter. Und der Boden hier drunter ja sowieso. Ich glaube, das wird gut gehen. Ich bin gespannt. Und ja, morgen kommt Folie drauf. Dann die Füße alle hinstellen, ausjustieren, Balken drauflegen und alles ausjustieren. Ne? Ja. Für heute ist aber gut, würde ich sagen. Also, dranbleiben. Könnt ihr sie schon sehen? Da steht sie. Mit der Ware, mit der heißen Ware. Ja, sieht ein bisschen aus, als würde sie quer durch die Wüste laufen. Mit so einem schönen Konstruktionsholz. Wir haben absolut keinerlei Rasen mehr über. Alles weggebaggert. Alles weggebaggert. Aber solange wir noch Konstruktionshölzer haben, ist alles cool. Nicht wahr? Ja. So, nach dem Anschrauben werden jetzt die Füße daran ausgerichtet. Schön spack untergedreht, dass sie halt auch an sich schon recht fest sind. Und dann werden die natürlich jetzt gleich noch zusätzlich alle angeschraubt. Ja, coole Sache, die Dinger. Ja. Gut. Leute. Es ist Bombenwetter. Ich sag's euch, wie es ist. Ich überlege, ob ich überhaupt noch weitermache. Oder erst heute Abend oder so. Ah ja, ein bisschen was geht noch, oder? Ja, ein bisschen was geht noch. Jetzt geht's weiter mit den Balken. Die werden jetzt aufgelegt und die Füße werden daran ausgerichtet. Da fange ich hier vorne an. Und zwar habe ich ja hier hinten meinen festen Punkt und hier jetzt meine angeschraubten Balken mit dem festen Punkt. Und da seht ihr, habe ich jetzt ein kleines Gefälle natürlich schon eingebaut. So, ich sag mal, ein Zentimeter ungefähr auf der Gesamtlänge. Ja, und das heißt, dieser Balken hier ist schon mal gut. Da kann ich jetzt die Füße dann quasi dran ausrichten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass dieser Fuß da hinten schon eingestellt war. Ja, ich stelle jetzt halt den hintersten und den hier vorne ein.
Dann ist der Balken ungefähr in der Waage und dann kann ich die anderen alle daran anpassen. Los geht's! Wenn die Füße dann ausgerichtet sind, einmal noch mal kurze Kontrolle, dass man nicht vielleicht mit einem Fuß das hochgedrückt hat. Und dann habe ich auch noch mal geguckt. Und wir sind wunderbar in der Waage. Perfekto. Ja, so geht's. So können wir es machen. Die Enden lasse ich überstehen, weil da wird später die Schräge hier geschnitten. Ihr werdet ja alles sehen. Gut. Anschrauben. Hier für die Verbindung habe ich nochmal so Winkelstücke geholt, weil ich halt einen Balken hier anschrauben wollte. Und den anderen kann ich ja quasi nicht an den Schuhen, nur durch das Plastik hier so ein bisschen auch noch anschrauben. Da habe ich dann hier die Verbinder genommen. So, sieht dann so aus. Schub. Ja, hält, passt. Wird ja durch die Leisten auch noch zusammengehalten, ne? So. Soweit, so gut. Wie ihr seht, sind alle Balken jetzt drauf. Alle Füße sind ausgerichtet. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Das war besser, als ich gedacht habe, tatsächlich. Immer schön mit der Waage und so zwischen geguckt. Ja, jetzt werde ich mal 3, 4 Bretter von da vorne holen. Und die hier anschrauben. So ein bisschen verteilt. Vorne, hinten, 2 in der Mitte. Damit mir das halt so jetzt nicht mehr irgendwie umkippen kann oder so, ne? Weiß ich ja nicht, ob das umkippt. Ja, ich mach's einfach mal. Und dann geht's daran, alle Bretter von da hier drauf zu packen. Ja. Na, macht's noch Spaß? Ist ja warm, ey. Ja, Wüste. Immer noch. Man sieht's am Hintergrund. So, das erste Brett ist gesetzt und das ist das Brett, was quasi fix sein muss, denn das ist die Ecke, wo es hier später in den Weg übergeht. Und deswegen gibt das hier alles andere in Zukunft vor. Alle anderen Bretter richten sich jetzt danach. Ja. Jetzt geht es hier weiter mit der Schräge. Da habe ich jetzt gerade mal geguckt, wie ich das mache, wo ich noch einen Fuß hinmachen muss und wie wir hier so hinkommen. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen Strom und Wasser, weil hier vorne eben die Schräge, die ich jetzt gerade gemacht habe, da wird später die Outdoor-Küche stehen, die braucht halt Wasser und Strom. Und da holen wir uns hier von der Steckdose, die habe ich jetzt gerade einmal aufgebohrt, hier mit meiner Bohrkrone schon mal. Und jetzt einmal Strom mit einem Kabel rüber und dann ziehen wir uns noch ein Wasserröhrchen. Hier werden kleine chirurgische Hände gebraucht. Ja, los, fädel das durch. Die passen nämlich durch. Ich bin ja schon durch, aber guck, das ist doch gar kein Problem. Die passt da einfach rein. Ich hole einfach mit der Hand. Einfach die Gallenblase raus. Die Sonne geht langsam unter, wie ihr seht. Da. Und wir machen weiter.
Bretter angeschraubt, Schuhe drunter gelassen, drunter gekrabbelt, rausgeholt. So, nächster Tag, weiter geht's. Und zwar geht es hier erstmal mit der Unterkonstruktion hier vorne weiter. Denn bevor die Sonne wieder hier um die Ecke kommt, ums Haus rum, und dann sind wir wieder in der Sonne, das möchte ich vermeiden. Also machen wir erstmal hier weiter. Später die hinkommt. Ich weiß, es sieht wüst aus, aber ich verspreche euch, ich habe mir was bei gedacht. Ungefähr immer 15 cm von Stufe zu Stufe quasi, plus dann noch 2,5 cm das Brett, also immer so 17. Mehr als 20 sollte man nicht machen, dann ist es echt unangenehm, das zu laufen. Ja, so sieht es quasi jetzt aus. Und da kommen jetzt immer zwei Bretter drauf, dann später so ein Stirnbrett, zwei Bretter, Stirnbrett und oben. Ja, so ungefähr. Thank you.
jetzt zeige ich euch noch mal fix hier die fertigen Kanten. Einmal übergefräst, bisschen geschliffen. Dann kommt Farbe drüber. Und dann war es das. Hier ging es nur darum, dass wenn man auch mal die Füße überhängen lässt, dass man da irgendwie oben eine schöne runde Kante hat. Ja. So ungefähr. Guten Morgen. Gestern hat es geregnet und gewittert. Heute wird es wieder super warm. Sonne kommt von da hinten. Jo, hier geht es heute weiter mit dem Weg. Ich habe hier gestern schon im Regen, konnte ich leider nicht filmen, nochmal die Füße gemacht. Aber kennt ihr ja jetzt, alte Prinzip, nur hier war der Boden ja schon verhärtet von denen. Und da habe ich jetzt nur angepasst, nochmal mit Brettchen teilweise. Ja, und jetzt geht es hier weiter mit dem Weg. Ja, hier geht es heute weiter und zwar ist der Weg jetzt hier fertig aufgeschraubt. Habe ich ja gezeigt. Einmal alle gesägt, alle einmal aufgeschraubt. So sieht es jetzt hier so aus. Und jetzt geht es hier hinten noch weiter mit dem Abschluss der Treppe. Fehlen nur noch hier vorne die Stirnbretter. Die werden aus dem gleichen Holz gemacht wie diese Sachen. Also wie die Fassade. Kommen dann noch überall rum. Aber das mache ich so zum Winter hin, denn jetzt geht es hier erstmal weiter mit dem Betonweg. Das steht für morgen an. Ja, damit wir hier nicht mehr im Matschepatsche laufen im Winter, haben wir auch schon Rasen eingesät. Jetzt kommt hier noch der Betonweg hin. Und dann hoffen wir mal, dass der Rasen angeht, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ja, lasst uns mal hier, da, ein Abo da. Hier könnt ihr sehen, was wir als letztes gemacht haben. Und wenn ihr dran bleibt, dann seht ihr noch unseren coolen Betonweg und die Betontechnik. Also, Daumen hoch nicht vergessen, wäre super von euch. Bis dahin, ciao, ich bin raus.